Maşallah. Woran ich stehen geblieben? Bei den Typen, der sich ausgibt als. Auf jeden Fall habe ich gemeint, Bruder, guck mal. Kurden, Türken, das ist nicht so weit. Araber, Afghanen, verstehst du? Aber Bruder, wenn jetzt jemand von einer ganz anderen Mentalität kommt, mit dir zu Hause, Bruder, mit dir zusammen betet und am Ende sich herausstellt, dass er alles gespielt hat für Rap, Bruder, ist eine andere neue Dimension, Bruder. Dagegen ist der andere Köter nichts, Bruder. Darf ich dir wirklich was sagen? Nein, Ja. nein, finde ich gar nicht. Ich sehe das ein bisschen anders als du. Jetzt stell dir mal vor, okay, wenn wir schon sagen, ob der Christ, der Jude, der Moslem, der Buddhist, wir sind alle von Allah Azzawajal erschaffen. Ja. Ob jemand daran glaubt oder nicht, ist sein Problem. Ja. Weißt du? Glauben liegt im Herzen, ja, und dann wird Allah Azzawajal deinen Glauben stärken und dann hast du, ja, bist du eben dann. Ja, festiger, stärker, wenn du zum Gebet gehst. Ich will dir nur was erklären. Ja. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, glauben, 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 könnt ihr in die Kirche. Ich sehe, wo ist Gott? Also, wo siehst du deine Gedanken? Siehst du deine Liebe? Siehst du auch nicht? Das ist ein Glauben, ein Gefühl. Jetzt, wie dieser Typ, wie der auch immer heißt, der ist jetzt halb Jude und halb Pole. Du musst dir vorstellen, gerade im Rap-Business, brauchen wir uns nicht anlügen, wenn er jetzt ankommt und sagt, ich bin Jude, ist er schon fast unten durch. Stimmt's? Reden wir Tacheles. Doch, ist er unten durch. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Aber am Ende ist er auch nur ein Mensch. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, er will unbedingt in diesem Rap-Game und findet sogar seine Idole und findet die cool. Okay? Deswegen sollte man ihn verurteilen? Nein. Wallah, ist mir auch egal, ob er ein Jude ist. Weil Allah hat auch die Juden erschaffen, wie auch ein Muslim. Viele sagen, ich bin Muslim, ich bin besser als Mann. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich bin Muslim, die sind noch schlechter als alles andere. 100%. Okay, jetzt musst du dir vorstellen, hängt er mit Leuten ab und er sieht, wenn er sagt, ich bin Herkunft Tschetschene, spielt ja gar keine Rolle, weil er eben so aussieht. Wenn er sagen könnte, er ist Araber, würde er auch sich als Araber ausgeben. Ja. Aber er kommt an in der Szene und versucht irgendwie, ja, akzeptiert zu werden. Und das hat er gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen verurteile ich ihn nicht, weil er von irgendeiner Herkunft ist. So kann man das nicht sagen. Verstehst du? Wenn du danach gehst, ja, jeder Rapper ist auch kein Gangster. Er lügt ja auch. Das ist ja Ja. auch eine Lüge. Wenn du Ja. danach gehst, ist Rap komplett gelogen, erstunken. Kaum Leute erzählen wirklich ihre wahre Geschichte. So, Rap ist ja, ob Gangster-Rap, ob egal was für eine Art Rap. Du erzählst deine Geschichte, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist. Das finde ich okay, das ist ja auch die Wahrheit. Aber ich erzähle jetzt nicht, ich habe 500 Kilo Kokain geholt und habe das vertickt und der hat noch nie Kokain gesehen. Ist das kein Lügner? Was animiert er denn die Leute? Jetzt hacken auf jemand rum, ja? Im Gegenteil, nimm mal einen wirklich, wenn du sagst, er hat mit dir gebetet, vielleicht meint er es wirklich so. Vielleicht ist er. Bruder, wenn es so ist, wenn es so ist, Ja, aber guck mal, deswegen muss er sich doch kein nicht rechtfertigen, er Problem. muss doch nicht der Welt sagen, ich bin Herkunft Pole, ich bin Herkunft Jude und deswegen werde ich sagen, ich bin das und das, weil jemand, sagen wir mal, anders ist oder von einer anderen Herkunft, der nicht gerade so in der Szene, in Anführungsstrichen, leider Gottes, sage ich dir ehrlich, ja, nicht beliebt ist. Guck mal, es gibt zionistische Juden, die sind nicht korrekt. Es gibt diese ganz strengen fundamentalistischen Islamisten, die keine Ahnung sind, die sind auch nicht korrekt. Und es gibt noch diese Hardcore-Christen, die sind genau nicht korrekt. Ganz normal bleiben. Oder Also, diese Buddhisten noch, ja. ja, verstehst du, das ist ja egal. Aber im Allgemeinen, ich kann ihn das nicht mal übel nehmen. Ich glaube, ich habe den mal, und ich finde, ihm trifft auch noch nicht so viel Schuld. Weil ich habe den einmal in Hamburg, hat er mir seine Musik vorgestellt. Stimmt, da war er sogar mit einem tschetschenischen Bruder, ne? Ja, mit einem Tschetschenen, der ist wirklich Tschetschene, der ist Maga. Ja. Salam alaikum hier an der Stelle. Und der hat, weißt du, wie er mir den vorgestellt hat? Als sein Cousin. Ja, Bruder, das ist doch die Warte, Sache. warte, ganz Jede. kurz. Mir ist das scheißegal, von wo der kommt. Der kann aus Thailand kommen. Es ist mir egal, wo er kommt, weißt du? Das spielt keine Rolle. Am Ende des Tages hat er sich nur selber belogen. Er hat mich gar nicht angelogen. Weil ich habe nur das genommen, was er mir gesagt hat. Ich hätte ihn auch akzeptiert, wenn er mir gesagt hat, er ist Australier. Verstehst du? So, Das sowieso. das ist aber sein Sowieso. Problem. Am Ende hat er sich doch selber angelogen. Und wenn du so siehst, nimm mir einen Lebenslauf.
von einem Rapper, außer wirklich ganz gering, die überhaupt stimmen. Ja, aber du weißt dann persönlich sowieso, wenn du den Menschen kennst, du kennst dann den Menschen, Bruder. Bruder, aber was unterscheide ich zwischen einer Lüge und einer Lüge? Eine Lüge ist eine Lüge. Nein, in der Öffentlichkeit ist es eine Lüge, aber in persönlichem nicht. Du, okay. Du weißt, wie ich persönlich bin. Bro, ich sage dir ganz ehrlich, wie ich öffentlich bin, ist was anderes. Das habe ich dir schon mal gesagt. Du rappst manchmal viel Scheiße, Entschuldigung, aber ich weiß, dass du echt bist. Ja. Das ist ein Unterschied. Aber selbst wenn ich nicht echt wäre, du weißt trotzdem, wie ich in privat... Doch, dann würde ich dir auch sagen, sag mal, übertreib mal mit deinen ganzen Fake-Scheiße nicht. Nee, dann machst du dich wieder unsympathisch, weil, hier machst du dich als voll korrekten Bruder und da, was ist mit denen los, Alter? Das sind ja viel gespaltete Personen. Stell dir mal vor, beides ist fake. Meine Person ist fake und diese online auch. Bruder, wallah, fake ist fake. Ein Blender trägt ein Blender. Du, guck mal, und das ist die Krankheit der Menschen. Ach so, da, Jungs, weißt du, und das sind diese Leute, die sich hinter so einer Kunstfigur verstecken. Nein, sie sagen schon wirklich, sie glauben ja ihre Lügen. Sie stecken drinnen und fangen an zu lügen. Und wenn sie dann erwischt werden, da gibt es so einen Paragraphen. Ist ja nur eine Kunst. Hinter Kunstfiguren. Kann ja jeder machen, was er will. So ist es Bullshit. Das ist die Person. Und der verkörpert sich wirklich drinnen. Wenn ich dir erzähle von manchen Rappern, was sie gerne sein wollen, wirklich ihr Wunschleben, der eine wollte Zuhälter und Mafia-Boss sein. Ja. Das ist mir, was wolltest du werden? Wenn ich sehe, wo der gelandet ist. Also genau das Gegenteil. Ja. Nein, der hat diesen, hier oben hat er das gelebt, geträumt. Aber er hat nie im wahren Leben gelebt. Und wenn dieser, wie heißt der Typ? Asche. Asche. Hat sich Omar genannt, wa? Ja, Omar ibn Khattab. Gut, aber du redest Omar ibn Khattab. Wie viele Leute heißen Omar und verkörpern nicht den Kalifen radiallahu anhu? Also warum soll ich mich jetzt über ihn lustig machen? Am Ende des Tages mache ich mich weniger über diese Person nicht lustig, wenn er wirklich so tut, dass er Muslim oder nicht Muslim, was auch egal ist. Dann kann ich ihn ja auch verstehen. Aber was ist der wahre Muslim, der sich wirklich so nennt und einen Namen verkörpert, der im Islam eine ganz große Nummer ist? Warum wird der Islam immer schlecht gemacht? Spaß beiseite, wir alle, ohne Ausnahme. Der eine heißt Mohammed, ist der größte Drogendealer. Warum sollten dann die Leute sagen, der Islam ist voll gut? Warum? Verkörpert der Islam, dass wir Drogen verkaufen sollen? Nein. Verkörpert der Islam, dass wir Zuhälter sind? Nein. Verkörpert das der Islam, dass wir klauen, Scheiße bauen, Leute, dies, das? Verkörpert das? Nein. Das bist du, nicht der Islam. Ja. Verstehst du? Und diese ganze Rap-Szene, wenn wir jetzt wirklich danach gehen, hat das mit Islam nichts zu tun. Sowieso nicht, ja. Nein, weißt du? Dann stehst du da, ja, guck mal, der Prophet, alles Islam, und der hat das gesagt. Aber wir wissen doch, dass wir in dieser Szene gar nicht da sein sollen. Ein Priester kommt auch nicht und sagt, ja, ich bin gerade hier im... im Puff, fick eine Nutte, aber Jesus sagt, Al-Salam, so. Wer will die denn für voll nehmen? Und die ganzen anderen Leute, am Ende des Tages... Warte, ich höre dich nicht. Jetzt höre ich dich. Warte mal kurz. Ja. Und so geht das nicht. Deswegen, und jetzt hatten alle rum und jeder, der jetzt gekommen ist, hat ein großes Statement. Ich habe nur so bei Rande. Und ja, der hat den und den fertig. Mann, es geht doch hier nur um fertig machen. Wer fickt wen der anderen? Ja, anstatt, weißt du, wenn ich mit jemand verkehre, wie mit dir. Ich habe dir aus dem Teller gegessen. Stimmt's? Ja. Du hast sehr, sehr viele gute Seiten an dir. Vielleicht hast du auch ein paar schlechte Seiten. Jetzt höre ich irgendwo im Interview, du bist auf einmal kein Afghane mehr, sondern Rumäne. Ja. Ach, dann komme ich, vergewaltige dich im Netz, um irgendwie Aufmerksamkeit zu machen. Warum rufe ich dich an und sage, sag mal, warum hast du das eigentlich getan? Einfach mal von ihm, von seiner Seite zu hören. Vielleicht kann er es mir erklären und sagen, hey, ich war nicht akzeptiert, weil ich Pole und Jude bin. Das und das. Vielleicht hat man auch menschliches Verständnis. Nein. Aber das wird nicht von seiner Seite kommen. Hadi, ich kenne ihn. Nochmal, du verstehst nicht, was ich dir sage. Von seiner Seite interessiert. Warum kommt das nicht von der Seite, der mit ihm gechillt hat? Ey, Asche, du hast das und das gesagt. Warum nicht so und so? Nein, gleich wird jemand vergewaltigt im Netz. Warum? Ich brauche neue Klicks.
neue dies, neue das. Man, mehr merkst du nicht. Die Leute, ich sag, und ist mir auch scheißegal, wer hier angesprochen wird. Ja, wirklich. Früher waren die Leute noch sympathisch. Ja, wirklich jetzt, ungelogen. Ich hab, fand, ich, gewisse Leute sind sympathisch. Jetzt hantieren sie nur noch mit ihren Uhren, hatten vor 2 Jahren nicht mal was zu essen. Ja, und wollen mit ihren Klamotten extra so stehen mit Klamotten. Ja, wow, was. Ganz ehrlich, wenn diese Fans nur ein bisschen schlau sind, die würden ihn entfolgen. Weil er hat, er ist nicht mehr das, was er mal war. Weißt du, erstmal hol dir den Spiegel und guck. Jeder hantiert und gibt an, ich bin dies, ich bin das. Oder ich sag gleich, was sie sind. Ja, aber, und dann hinten rum immer nur die Telefon. Aber Bruder, warum machst du so? Aber, sag mal, du bist doch im Netz vertreten. Ach, keiner darf seine Meinung sagen. Keiner traut sich, irgendwelche Lügen aufzudecken, weil ich will ja nicht mit denen Ärger haben oder ich will nicht mit denen Ärger. Man, dann sollen sie sich verpissen. Da fängt doch schon die Lüge an. Ja. Und jetzt hoffen sie, ist ein neues Thema und jeder macht ein Statement. Ja, der ist jetzt halb Jude und halb Pole. Na, dann ist er so. Ist er kein Mensch? Wem gehört die Erde? Ja, aber du hast 100% recht. Ich verstehe ganz genau, aber ich sehe das aus anderer Sicht. Ja, wenn du danach gehst, ist jeder ist ein Spinner und lügt rum. Ja. Warum pickt man sich gerade den Typen? Weil er vor kurzem ein Lied rausgebracht hat und gesagt hat, ihr seid alle fake. Verstehst du? Und hat Leute angegriffen, die größte, und er ist dann der größte Fake. Verstehst du? Und darum geht es. Nenn mir einen Rapper, der kein Fake ist. Nenn mir einen. Gibt's, ich weiß, was du meinst, aber es gibt's genug. Stopp. Nenn mir bitte einen. Bruder, ich kenne Haftbefehl. Natürlich sind ein paar Lines so übertrieben, aber Haftbefehl ist so, wie er ist, Bruder. Es gibt's auch Azad ist so, wie er ist. Es gibt's auch Sido ist eigentlich so, wie er ist. Im Großen und Ganzen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich nenne dir einen. Den Namen hast du gerade erwähnt. Der wirklich so, wie er ist Sido. Ja. Aber der hat früher so, ich bin nicht, scheißegal, aber Sido ist wirklich so geblieben. Okay. Und kein anderer. Nenn mir bitte keinen Namen. Viele dann, ich meine dich jetzt nicht, viele nennen dann so einen Namen, ja, der und der, warum? Weil man sich ein Feature erhofft. Mann, die kommen mit ihrem Leben nicht mal klar, kommen sie. Mann, warum redet nicht einer Tacheles? Weil er was, wegen einem Feature oder weil er mir keine Props gibt? Mann, scheiß auf seine Props. Scheiß auf sein Feature. Alles ist fake. Jeder ist fake. Ja. Machen Sie erstmal auf, ich bin korrekt. Dann erstmal die Diamantenuhr, dann diese Kette, um diese Leute so, oh, man achtet nicht auf so einen Leuten. Das sind Fake-Leute, die sind mit ihrem Leben nicht mal zufrieden. Weißt du, reden wir über Islam. Ja, wenn ich jetzt anfange, ich schwöre dir, ich würde nicht ein gutes Blatt über irgendjemand, ohne Ausnahme, ob YouTuber oder dies oder das oder Rapper. Ja. Es geht nicht darum. Jeder, ausnahmslos, hat eine Doppelmoral. Aber weißt du, wie es ist? Hm. Jeder wartet, das ist wie so eine Hyäne. Die wartet, bis so die Löwen weg sind und kommen, wollen die Reste fressen. Ja? Wartet, bis er irgendjemand fertig machen kann. Weißt du? Oder jeder Rapper hat so ein Synonym, der angeblich so irgendwelche Fragen im Internet behält. Nein, ich habe mit den anderen nichts zu tun. Aber dieses ganze Wissen, von wo hast du das denn? Ja. Ach so, du Albert Einstein, warst du vor 15 Jahren mit dabei? Ja, und nein, warum? Weil wenn er in der Öffentlichkeit redet, dann heißt das so, ja, sehen Sie, was er da gemacht hat? Na, ich habe doch nichts damit gemacht. Ich habe doch nichts gesagt. Das war der, wer ist das denn? Niemand. Weißt du, der eine benutzt die Presse, der eine benutzt irgend so ein Synonym, der andere benutzt diesen Rapper, der andere benutzt diesen Rapper. Mann, dieser Typ, über den ihr redet, ja, ganz ehrlich, ist der beste Schachzug überhaupt. Jeder redet jetzt über ihn. Das ist Promo. Das ist schlau. Weißt du, jeder Schwanz geht jetzt rein und redet über ihn. Oder ist nicht so? Ja, aber wie soll er sich... Warte doch mal, der ihn nicht kannte, wird ihn jetzt kennen. Ob er ihn gut findet oder nicht, er wird ihn googeln. Und das ist die beste Strategie, um Promo zu machen.